Ich muss mir echt dieses scheiß Buch kaufen. Zwischen Halo 4 und Halo 5. Damit ich herausfinden kann, wie die aufeinander getroffen sind wieder. Das ist mir echt ein fucking Rätsel. Headshot, voll ins Knie. Er hat mich so ein bisschen an Halo 3 hier, das Level. Ihr gleich mitfallen. Okay. Die haben mich angeschossen. Wie entsetzt der Junge ist. Schön überrascht, die Schweine. Granate! Headshot! Okay, das habe ich jetzt nicht beachtet. Ich lade mich auf. Schwert-User. Ist down. Dass sie sogar wissen, mit was ich baller, ist mega sweet, Alter. Fick dich, fick dich, fick dich! Boah, Schwert-User getötet. Das Ding ist eigentlich nur Schrott, Alter. Sniper down. Hier nichts Wichtiges. Aua, aua, aua. Gesichert. Okay. Zeit wird knapp. So, die Waffen lassen wir mal direkt wieder hier. Angenommen, wir liegen richtig und Cortana ist hier. Wie ist sie hergekommen? Das Schiff des Didaktikers wurde in den Hyperraum gezogen. Es könnte überall gelandet sein. Das ist richtig. Ich vermute mal, dass es halt einen speziellen Punkt anvisiert hat. Es ist nicht einfach willkürlich irgendwo hingeraten. Es hatte schon einen Sinn. Scheint, als sollten wir das. Erstmal schön umschauen. Es gibt viel zu viele Geheimnisse in Halo, die ich finden will. Wir müssen wahrscheinlich 3 Stück aktivieren. Mehr Aktivität um das große Gebäude. Chief, was passiert mit dem Gebäude, wenn wir die Konsolen verwenden? Weiß nicht. Die Blutfilter haben uns wohl keine Gebrauchsanleitung hinterlassen. Wenn dieses Signal von Cortana stammt, führt sie uns direkt zu den Konsolen. Vor allem... Ihre Anweisungen waren in letzter Zeit nicht gerade zuverlässig. Wir gehen weiter. Finden raus, was hier los ist. Ich würde echt gern... Was will ich denn jetzt? Warum sie mal den Master Chief fragen, verstehe ich nicht. Woher soll er das alles wissen? Vor allem, warum treffen wir auf keine Promethea? Noch so einer. Naja. Ich frage mich, sind die Allianzler mit ihnen hergekommen? Würde nein. Alle Schiffe in der Hyperraumblase müssen durchgezogen worden sein. Lichtbrücke wurde bei Annäherung aktiviert. Wir werden irgendwo hingeführt. Ich würde mal raten, zu einem Gebäude. Die sind aber laut. Ich
Man kann kann mal so richtig beobachten halt, ne? Wie sie so aussehen, Fressleiste und sowas. Okay, vorwärts, Team Blau. Videosequenz! Bitte. Ja! Der Weg ist versperrt. Chief. Hi. Da. Ein Elite? Ein goldener Elite. Der muss anscheinend schon etwas länger liegen, oder? Wer hat das getan? Ach du Scheiße. What the fuck, rote Grunts? Das scheint ein Elite-Trupp gewesen zu sein. Alles zerstört, ey. Sind wohl schon eine Weile tot. Identifiziere dich. Ich bin der ewige Wärter. Und ich beschütze Cortana. Sie hat mich zu sich gerufen. Und da seid ihr gleich hergeeilt. Sie kennt deinen vergessenen Namen. Wer du warst, bevor du 117 wurdest. Findest du es seltsam, dass deine getreue Begleiterin so viel für sich behält? Bring mich zu Cortana. Nicht so schnell. What the fuck, der kann sie einfach mal in Slipspeed? Unterhalten wir uns ein wenig. Was zum Fick? Ich hätte mir gerne diese Zerstörung angeguckt, ey. Ewige Werte. Einfach mal einen ganzen Elite-Trupp ausgeschaltet. Du bist ihrem Ruf gefolgt. Mhm. Warum? Was hast du vor, wenn du sie erreichst? Sie mitnehmen. Soll ich anfangen, wenn du sie siehst? Dann willst du... Ich will sie nach Hause bringen. Würdest du verstehen, wozu sie geworden ist, würdest du nicht so naive Begriffe wie zu Hause erwähnen. Schutzschild. Down. Durch die hintere Mauer durchgeballert. Das ist nett. Auch erledigt. Darf kein Wiederbeleben hier. Ihr sicher. Okay. Was ausprobieren? Einiges am Weg gespart. Euer Vertrauen ineinander ist unschuldige Torheit. Doch sie verdunkelt ihre wahre Verheißung. Was labert der? Wo ist... Echt mal. Hörst du Scheiß? Immer diese Geheimwege benutzen. Ich werde ihr das unvermeidliche Leid deines Verrats ersparen und dich jetzt auslöschen. Die verantwortungsvolle Aufgabe obliegt Cortana und den anderen Erschaffenen. Ich sorge dafür, dass sie dir für immer entzogen wird.
Da wirst du lange... Aua, ich bin tot. Ja, hört doch mal auf, sie abzuballern. Ficken! Kleine Schweine. Okay. Okay, hier noch ein bisschen Munition gefunden. Jetzt müssen wir hier hoch nochmal. Euer Vertrauen ineinander ist unschuldige Torheit. Doch sie verdunkelt ihre wahre Verheißung. Wo ist sie? Ich werde ihr das unvermeidliche Leid deines Verrats ersparen und dich jetzt auslöschen. Vor allem du. Die verantwortungsvolle Aufgabe obliegt Cortana und den anderen Erschaffenen. Ich sorge dafür, dass sie dir für immer entzogen bleibt. Du machst gar nichts, du versteckst hinter deiner scheiß Horde. Wir sollten weitergehen. Okay, ist down. Erstmal die Fliegedinger zerstören. Sehr schön, da haben wir eine dicke Waffe von ihm bekommen. Mach ich doch schon, ne? Das heißt, bitte schön erbärmlich. Wir sind diejenigen, die euch gerade platt machen. Jetzt werdet ihr Fliegenschiss. Kleinen Luschen. Wir nehmen den langen Weg, damit wir diese Waffen mitnehmen können. Oh Scheiße, ist so dumm. Deine Zeit ist vorüber. Ups. Deine Schlacht geschlagen und beendet. Ja, da kannst du eigentlich fast recht haben, weil ich kann mich gerade nicht bewegen. Scheiße. Jasmir! Ach, come on. Vertrauen ineinander ist unschuldige Torheit. Doch sie verdunkelt ihre wahre Verheißung. Schnauze jetzt. Wo ist sie? Ich werde ihr das unvermeidliche Leid deines Verrats ersparen und dich jetzt auslöschen. Die verantwortungsvolle Aufgabe obliegt Cortana und den anderen Erschaffenen. Ich sorge dafür, dass sie dir für immer entzogen bleibt. Fickt euch! Ja, jetzt sieht es ein bisschen enger aus. Yeah. Die getroffen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll ohne eine Waffe. Sieht ein bisschen blöd aus. Dann schlawenzeln wir halt mal zurück und nehmen uns diese Waffe hier mit. Lad die Waffe doch jetzt mal nach. Das ist schön. Seine Panzerung ist defekt. Gute Arbeit, wie
Danke, danke.